Ja, herzlich willkommen hier in Hagesheim zu den, Sie haben es gesehen, Richard Wagner Festspielen, der Eröffnung der Richard Wagner Festspiele im Garten von Wagner-Tenor Stefan Finke. Und wir gehen mal rein, wir sehen, es ist viel Publikum nach Hagesheim gekommen. Natürlich, die Bayreuther Festspiele fallen dieses Jahr aus. Kein Grund, auf Wagner zu verzichten, denn Stefan Finke, der eigentlich den Siegfried in Bayreuth singt zum Beispiel, hat gesagt, mein Garten wird jetzt zur Festspielbühne. Den ganzen Sommer lang wird er hier in Hagesheim in Rheinland-Pfalz Wagner-Opern singen mit großen Künstlern, unter anderem auch mit seiner Frau, und zwar auf seiner Terrasse hier in der Bühne. Und da ist er auch schon, Stefan Finke. Herzlichen Dank für die Einladung dir. Herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind zu uns. Ich finde es ganz, ganz großartig. Wir freuen uns über jeden Gast hier. Richard Wagner, bei dir auf der Terrasse, bei dir im Garten, in einem, wir werden das noch sehen, ganz normalen deutschen Garten. So. Nicht ganz normal, die Zwerge fehlen. Die Zwerge aber Riesen gibt es dafür. Riesen gibt's. Wir werden es noch sehen. 7 Schildkröten habt ihr, glaube ich? 7 Schildkröten, ja. 2 Häschen, ja. Einen Hund und ja. Jede Menge Leben. Das ist wunderbar, es ist wirklich großartig. Wie kam es zu der Idee, dass du gesagt hast, okay, Bayreuth fällt aus, war relativ früh klar auch, ne? Es war relativ früh klar, ja. Die Absage kam sehr schnell, nachdem dieses Virus um sich gegriffen hat, so wie alle anderen ja auch abgesagt haben. Also insofern kam es auch nicht unerwartet, leider. Aber es kam früh und da anfangs kam ja alles komplett zum Erliegen. Und als dann irgendwann die Gelegenheit gegeben wurde, dass wir zumindest draußen unter freiem Himmel wieder auftreten können, haben meine Frau und ich sofort gesagt, okay, die Konzerte, die wir normalerweise hier drüben in unserem Studio überdacht machen, die müssen halt jetzt als Gartenkonzerte stattfinden. Und dann habt ihr gesagt, okay, wir machen nicht nur am 25. Juli, wenn eigentlich die Bayreuther Festspiele eröffnet werden, einen so einen ersten Aufzug Walküre, sondern habt ihr gesagt, wenn schon, denn schon, machen wir gleich mal den ganzen Sommer durch. Naja, nicht direkt. Wir haben einige Konzerte gemacht hier und haben dann gesagt, okay, das läuft so gut, wir machen zur Festspieleröffnung, machen wir Walküre ersten Akt und unser Publikum ist so groß, wir machen das am Sonntag direkt nochmal. Also morgen gibt es das Programm hier direkt noch einmal. Und dann haben wir dich angerufen, haben dir erzählt davon und du fandst die Idee toll und sagst, boah, das ist klasse, das wollen wir unterstützen, lass mich mal nachdenken. Und nach dem Gespräch haben wir gesagt, okay, dann können wir auch nachdenken, wenn Axel uns hilft und mit dabei ist und wenn diese Idee tatsächlich gut ist und gut ankommt, wir planen einen Festspielsommer. Nicht so, natürlich, wir können nicht so planen wie die Bayreuther Festspiele, aber wir können zumindest hier unter gewissen Corona-Aspekten das machen, was im Moment erlaubt ist. Wie man sieht im Garten, das Publikum sitzt mit Abständen, so wie es im Moment hygieneregelkonform ist. Und das können wir tun. Das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Und warum ich so begeistert war und gesagt habe, ey, notfalls stellen wir dir hier einen Übertragungswagen in den Garten, ist, weil ich finde, das ist genau das Zeichen auch, was wir momentan geben müssen. Wir Kulturschaffenden, ihr Kulturschaffenden, wir, die davon auch leben und die auch begeistert von Kultur sind, müssen Zeichen setzen, wir leben noch und Kultur ist überall möglich. Also wahrscheinlich wirst du auch erstmal geweint haben und gesagt haben, Mensch, Bayreuth ist auch schön, die Kantine da unten und all die Kollegen wieder zu treffen, aber dann zu sagen, ich weine jetzt nicht mehr, sondern ich tue jetzt was. Das ist doch auch etwas, was euch hilft, oder? Natürlich waren wir mit jeder Absage mehr und mehr verzweifelt. Zum einen, weil das Geld fehlt, weil wir überhaupt kein Einkommen haben in diesem Jahr. Zum anderen, weil die Kunst selber verloren geht, weil wir uns nicht produzieren können, weil wir nicht fürs Publikum da sein können und das Publikum nicht für uns. Das ist ja immer eine ambivalente Beziehung, die Publikum Absolut. Und Künstler zueinander haben. Und dass das so komplett verboten war und komplett verloren geht oder ging, ist schwierig. Deswegen sind wir heilfroh, die Möglichkeit zu haben, wieder etwas zu machen, wieder Kunst stattfinden zu lassen. Und wir merken es ja an der Resonanz, die wir hier haben. Das Publikum ist ausgehungert. Du hast gesagt in einem Interview, was wir bei Klassikradio gemacht haben, enttäuscht bist du vor allen Dingen von der politischen Entscheidungsebene. Man sieht momentan, dass Kultur vielleicht von vielen doch nicht so ernst und wichtig genommen wurde, wie wir Kulturleute uns das immer vorgestellt haben. Ist das etwas, was uns auch zum Umdenken bringen muss? Nein, es muss nicht uns zum Umdenken bringen, sondern es muss die Politik zum Umdenken bringen. Denn es ist so, wie unser Alt-Bundespräsident gesagt hat, wie Richard von Weizsäcker gesagt hat, Kultur ist systemrelevant. Sie gehört dazu und wir können uns selber nicht unserer Kultur beschneiden. Das dürfen wir nicht tun und deshalb kann ich nur alle meine Kollegen ermutigen, wenn
egal welche Idee Sie haben, alles, was geht, machen, umsetzen. Und wenn es nur so kleine, in Anführungsstrichen, Konzerte sind, wie das, was wir jetzt hier im Garten machen, es hilft und es zieht ein Publikum an und das Publikum liebt es zu kommen. Und das wiederum freut uns und da drehen wir uns weiter und weiter. Also, wir sind gerne hier, wir drehen uns auch gar nicht weiter, weil du musst dich umdrehen und dich umziehen vor allen Dingen. Ach ja, genau. Und wir machen hier auch weiter im Garten. So wollte ich gleich nicht hier auftreten. Stefan Finke, vielen herzlichen Dank. Wir gucken uns jetzt erstmal an, worum es heute geht, den Inhalt der Walküre. Die Walküre, eine Oper wie die Bild-Zeitung. Es geht heute um Inzest und Macht. Wotan hat gestern Nacht noch nachgedacht und er hat einen Plan, wie er die Welt retten kann. Er will das Schicksal in die eigene Hand nehmen und dafür braucht er einen seiner vielen unehelichen Söhne, Siegmund. Siegmund tut, was Wagners Helden so in der Regel tun, er läuft durch den Wald. Er kommt an ein Haus, das Haus wird geöffnet von einer wunderschönen Frau, die beiden verlieben sich, Wagner, sie sind natürlich Zwillinge. Siegmund und Sieglinde erkennen einander. Sieglinde sagt, du Siegmund, Papa, Wotan, hat uns da was dagelassen. Und zwar in dieser Weltesche ein Schwert, Schwert, Notung, mit dem kannst du tun, was ein Held tun muss, nämlich die Welt retten. Das Problem ist, Hunding, der relativ unfreundliche Mann von Sieglinde, kriegt all das mit, fordert Siegmund zum Duell heraus. Aber vorher zieht Siegmund noch das Schwert Notung aus der Weltesche. Die beiden fallen übereinander her, der Vorhang schließt sich, wir hören noch das Siegfried-Motiv und klar, was wir nicht sehen, ein neuer Held wird gezeugt. Ja, und all das findet an diesem Klavier hier statt mit Wolfram Colosseus. Herzlich willkommen. Grüß Gott, guten Tag. Sie sind heute Abend quasi unser mystischer Abgrund, nennt man in Bayreuth, den Orchestergraben und haben 10 bewegliche Finger mitgebracht, hoffentlich. Ich bin heute das Orchester, das ist unglaublich befriedigend, ja, als Pianist. Da hat man auch, Sie können sozusagen jedes Tempo bestimmen, was Sie gerne möchten eigentlich, oder? Sie sagen es. Die Walküre, natürlich auch eine Oper, in der unglaublich viele Leitmotive verwendet werden. Richard Wagner lebt von Leitmotiven. Und wir können ja mal die wichtigsten vielleicht anspielen. Also wir sehen Siegmund und Sieglinde, ein Zwillingspaar, Geschwister, und zwar aus dem Stamm der Welsungen. Und es gibt ein Welsung-Motiv. Edel, tapfer, aber mit dem Zug zur Tragik. Absolut. Und Welsungen, muss man dazu sagen, sind sozusagen Wotans Kinder, die er aber unter dem falschen Namen Welse gezeugt hat. Nicht mit seiner Ehefrau, sondern auf seinen Spaziergängen auf der Erde. Und ich finde, das hört man ja in diesem Motiv auch. Ne? Also dieses erdenhafte, erdenverbundene und dann trotzdem dieses Wotan-Walhallhafte. Natürlich braucht eine Wagner-Oper ein Bösewicht. Und der ist in diesem Fall Hunding. Düster. Sehr düster. Aber männlich. Bass werden wir auch hören. Und diese Bösewichter, die humpeln bei Wagner auch immer so musikalisch merkwürdig. Oder Beckmesser hat das, glaube ich, auch. Ja, das ist bei Hunding auch so. Ja. Wir haben noch ein wichtiges Motiv, was wir heute kennen müssen. Denn die beiden, Siegmund und Sieglinde, erkennen sich. Hunding ist irgendwie erstmal ausgeschaltet. Und Wotan hat seinem Sohn ein Schwert hinterlassen in der bekannten Weltesche, mit dem er nun die Welt retten soll. Und natürlich braucht auch ein Schwert bei Wagner ein Motiv. Wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Und es funkelt uns eigentlich quasi entgegen, dass Siegmund es einfach finden muss, oder? Also großartige
musikalische Erzählung in Motiven, die sich immer wieder verweben in dieser Oper, in diesem ersten Aufzug der Walküre. Vielen Dank, dass Sie uns einmal vorgeführt haben, was wir dann hören und wie wir es dann im Großen und Ganzen hören. Viel Spaß gleich bei der Aufführung. Und vielen herzlichen Dank. Viel Vergnügen. Ja, danke schön. Das werden wir mit Sicherheit haben. Und wir gucken jetzt einfach mal hier in den Garten. Die Reihen füllen sich allmählich. Und natürlich, Stefan Finke hat schon gesagt, er ist eigentlich hier der Hausmeister. Es gibt auch eine Intendantin der Richard-Wagner-Festspiele und die wartet hoffentlich jetzt hier irgendwo auf uns. Da ist sie schon, Sabine Finke. Vielen herzlichen Dank, dass du uns in deinen Garten eingeladen hast. Du firmierst als Intendantin, aber du bist, glaube ich, auch künstlerisches Betriebsbüro, Kassenleiterin, eigentlich alles. Kantine? Genau. Küche. Küche? Ja, ja, klar. Wie kam es, ihr saßt am Abendbrottisch und habt gesagt, Mensch, wir machen jetzt Wagner im Finke-Garten? Oder wie habt ihr das beschlossen? Wir hatten eigentlich dieses Wochenende als unser Abschlusswochenende geplant. Wir haben ja schon eine kleine Serie gemischter Konzerte hinter uns. Dann haben wir gesagt, nee, es macht Spaß, die Leute kommen und wir machen weiter und setzen alles aufs Programm, was uns einfällt. Und es ist wahrscheinlich wahnsinnig schwierig zu organisieren. Also man sieht das schon. Es sind da drei Stühle, da stehen zwei Stühle, da steht ein Stuhl. Das heißt, ihr müsst für jedes Konzert neu bestuhlen, um Corona-Regeln einhalten zu können. Ja, wir bestuhlen für jedes Konzert so, wie die Leute ihr Karten bestellen. Mal vier zusammen, mal zwei zusammen, natürlich auch mal einzelne Plätze, so wie die Leute das gerne hätten. Und es ist natürlich schwierig und wir sind ganz zum Schluss nicht mehr flexibel. Aber ihr habt das alles organisiert und ihr müsst das für alle Konzerte organisieren. Ja. Frau Intendantin, frage ich mal, was steht denn noch auf dem Programm bei diesem Wagner-Festspielen? Es steht noch ein Querschnitt aus dem Lohengrin an. Dann steht noch der dritte Akt Tristan auf dem Spielplan. Und natürlich ein Querschnitt aus dem Tannhäuser. Und Siegfried, erster Akt und Brünnhildenfelsen. Und es ist ja ganz praktisch, dass ein Tenor mit einem Sopran verheiratet ist, oder? Weil da ist Social Distancing nicht nötig. Genau. Wäre auch in der Walküre relativ schwierig wahrscheinlich. Wäre sehr schwierig, ja. Und schade. Weil vor allen Dingen am Ende des ersten Aufzuges, da müsst ihr beiden dann irgendwie verschwinden und den Siegfried machen. Ja, ja, genau. Es ist heute, hören wir dich das erste Mal in der Rolle der Sieglinde. Was ist das für eine Rolle für dich? Eine Traumrolle. Ja? Schon wirklich eine Traumrolle. Und ich dachte, ja, ich mache das mal schön gemütlich im Garten. Jetzt mache ich es für alle. Ja, wir sind einfach dazugekommen. Fühlt dich nicht gestört von uns? Ja. Nein, gar nicht. Ich freue mich ganz wahnsinnig, das endlich machen zu dürfen. Es ist eine Partie so voller Kraft und Mut und Persönlichkeit und so noch wirklich menschlich und echt. In was für einer Situation sehen wir diese Sieglinde da? Die ist beim Hunding. Hm. Plötzlich kommt ihr Bruder, das weiß sie aber nicht. Hm. Und dann plötzlich erkennt sie, Mann, du bist ja du. Was bricht da los in ihr? Es bricht alles in ihr los. Zuerst legt sie die Schmach ab und diesen Kummer, den sie hatte, diese höchste, allerhöchste Not, die sie gelitten hat über Jahre, man weiß nicht wie lang. Aber dann kommt er und er ist wirklich da und er zieht das Schwert und es ist nur noch Jubel und Freude. Muss man sich am Ende dann noch konzentrieren beim Singen oder fließt das dann alles raus? Weil es ist einfach, ich meine, das ist schon Winterstürme, Wichen im Wonnemond, das Ende des ersten Aufzugs der Walküre ist ja, es ist einfach nur noch eine Rauschmusik. Muss man als Sänger da immer noch Kontrolle behalten oder kann man es da auch einfach mal gehen lassen? Ja, nee, man muss schon Kontrolle behalten. Aber das funktioniert gleichzeitig, Kontrolle und gehen lassen und... Das geht gleichzeitig. Und wenn Sieglinde heute fertig ist, muss sie noch Schildkröten füttern. Sieben Stück habt ihr, glaube ich, habe ich gehört, ne? Ja, genau. Okay, dann macht ihr euch bereit und wir gehen mal weiter. Sabine, vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Wir gucken mal weiter durch deinen Wundergarten hier, ja? Weil man sieht ja hier auch schon, dass vieles an den alten Castorfring in Bayreuth erinnert. Es gibt das Pool aus dem Rheingold. Ich glaube, wenn hier Siegfried gespielt wird, werden auch dort Krokodile sein. Es gibt den Hasenstall, der schon an die Götterdämmerung erinnert, oder dahin natürlich den Kletterturm, all das hier im Finke-Garten. Eigentlich eine reine Inszenierung von Frank Castorf. Und neben mir steht jetzt Richard Görlig, der Geschäftsführer von Klassik Radio. Richard, diese Geschichte, dass wir das hier heute machen, ist geboren worden vor, ich glaube, 6 Tagen. Mit welcher Erwartung bist du da rangegangen? Na, die Erwartungshaltung war erstmal ein typischer Axel Brüggemann. Es ist ein bisschen verrückt, es ist ungewöhnlich, aber das ist genau das, was Klassikradio auszeichnet. Wir sind ein bisschen anders als andere Klassiksender, so verstehen wir uns, aber wir haben eine ganz feste Liebe zur klassischen Musik. Und wo Klassikradio draufsteht, da ist Exzellenz drin, da ist Qualität drin. Das wollen wir und das haben wir heute hier
im Garten der Finkes in Hagesheim. Jetzt stehen wir hier im Anzug, im Smoking, in natürlich einem Garten und hören gleich höchstklassige Wagner-Oper. Wie ist dein Gemütszustand hier gerade? Ich möchte als allererstes mal kurz Danke sagen. Und zwar Danke zu unseren 6 Millionen Hörern auf der ganzen Welt, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, die uns das möglich machen, dass wir so eine verrückte Idee auf die Straße bringen können. Wir kriegen tatsächlich die Fanfare. Wir sind hier im Festspielhaus. Ja. Wunderbar. Ist das nicht großartig? Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, mit Fanfaren, wir haben es eben gerade gehört, das Schwertmotiv. Genau. Also wir möchten uns wirklich bedanken bei all unseren Hörern. Wir kriegen wirklich viel Post, viel Mails, viel Messenger-Nachrichten von Hörern aus der ganzen Welt, Australien, Singapur, Japan, für die Klassikradio ein Zuhause ist, egal wo auf der Welt sie sind. Und für die, für alle unsere Hörer machen wir das heute und natürlich für alle, die heute hier sind. Gibt es Erwartungen, Hoffnungen? Unsere Erwartung ist, dass wir ein wunderbares Konzert sehen. Es geht immer um die Kunst, es geht immer um die Musik. Aber natürlich freuen wir uns, dass wahrscheinlich Hunderttausende dieses Video in ein paar Tagen gesehen haben werden. Wir haben mit der Welt eine Medienkooperation. Wir streamen das auf unserer eigenen Facebook-Seite, auf Instagram. Und wir werden sehr, sehr viele Menschen damit erreichen. Und das macht uns stolz und das macht uns glücklich. Wir haben es eben schon besprochen mit Stefan und Sabine Finke, die auch sagen, wir wollen ein Zeichen setzen. Wir wollen zeigen, wir Künstler sind nicht wehrlos und machtlos, sondern wir können im Rahmen dessen, was uns erlaubt ist, auch selbst was organisieren. Ist so ein Optimismus vielleicht in dieser Zeit auch wichtig? Ich glaube, also ich habe es gehört, jedenfalls Klassikradio hat unglaublich viele Einschaltquoten mehr gekriegt in dieser Zeit, weil die Leute wahrscheinlich auch diesen Mut und diesen Optimismus suchen, oder? Ja, zum einen Mut und Optimismus, zum anderen suchen die Menschen auch in dieser Musik nach einer Entspannung, nach einer Welt, die nicht brüllt, die nicht laut ist, die nicht anstrengt, sondern die positiv und optimistisch nach vorne schaut. Und genau das tun wir bei Klassikradio immer wieder mit kleinen mutigen Formaten, aber auch mit unserem wunderbaren Programm, das wir auf der Antenne haben. Und diese optimistische Welt, danke Richard, die haben wir hier in Hagesheim. Und das ist ja das Tolle, die ganze Welt kann durch dieses Internet und durch die Streams bei Klassikradio auf der Facebook-Seite und bei der Welt, herzlich willkommen übrigens, alle, die uns auch bei der Welt zuschauen, hier zugucken. Aber all das passiert hier mitten in Rheinland-Pfalz in einem sehr kleinen Ort und durch den bin ich heute Morgen mal spazieren gegangen. Hagesheim. Das neue Wagner-Mekka liegt mit bester Verkehrsanbindung im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Der Ort in der Verbandsgemeinde Rüdesheim zählt 2.911 Einwohner. Oberbürgermeister ist Heiko Grün. Apropos, das Wohngebiet auf dem grünen Hügel von Hagesheim ist Komponisten gewidmet. Richard Wagner allerdings fehlt noch. Zu den bekanntesten Söhnen des Ortes zählen Jakob, genannt Jockelfuchs, einst Oberbürgermeister von Mainz, Ulrich von Plettenberg, Generalvikar in Trier und der Tenor Stefan Finke. Hagesheim, eine Musikmetropole. Die Besiedelung von Hagesheim lässt sich auf die Jungsteinzeit datieren. Seit 1400 stehen die Hagesheimer unter dem Protektorat der Nachbarstadt Bad Kreuznach. Die Hagesheimer an sich gelten als kreativ, eloquent und praktisch. So wie der Tenor Stefan Finke. Der verwandelt seinen Heimatort nun zum Festspielort. Dieses Jahr finden die Richard-Wagner-Festspiele im Finke-Garten zum ersten Mal in Hagesheim statt. Das Haus der Finkes verwandelt sich zum Fernsehstudio und die ganze Welt ist dabei bei den ersten Richard-Wagner-Festspielen in Hagesheim. Ja, wir haben es eben schon gehört. Heiko Grün ist Bürgermeister hier in Hagesheim und da steht er. Herzlich willkommen, Herr Grün. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ja, natürlich. Wir sind ja bei Ihnen. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Passen Sie auf, ich habe als erstes eine Frage. Wenn ich Namensänderungen bei Straßen machen möchte, was muss ich da tun? Ja, Namensänderungen bei Straßen, da wenden Sie sich am besten an die Verbandsgemeinde, am Ordnungsamt und die stimmen, dann stimmen wir das untereinander ab. Ja. Und dann wollen wir mal schauen, was sich machen lässt. Weil wir sind ja hier oben bei Finkes und Finkes ziehen ja nicht irgendwo hin. Finkes ziehen natürlich ins Komponistenviertel, in die so Mozartstraße, die umgeben ist von der Beethovenstraße und der Schubertstraße. So, Herr Grün, was fehlt? Ja, ich denke, in Anbetracht dieser Veranstaltung hier wäre eine Richard-Wagner-Straße
vielleicht angemessen. Ja, wir haben auch schon in der Probe überlegt, ob wir nicht diesen ganzen Ort einfach in Finkehausen umwandeln wollen. Ja? Aber eine Richard-Wagner-Straße wäre doch nach heute mal drin, oder? Ja, dann müssen wir mal schauen, was die anderen Anwohner dann dazu sagen, was sie davon halten. Mal sehen. Wie ist denn das musikalische Leben normalerweise in Hagesheim? Was gibt es hier? Gibt es Feuerwehr, natürlich wahrscheinlich Schützenverein, eine Kapelle gibt es wahrscheinlich auch? Ja, genau. Also wir haben eine Kapelle vom HFC, unser Karnevalsclub, der uns auch bei vielen Veranstaltungen tatkräftig unterstützt. Mhm. Dann gibt es einen Kirchenchor, es gibt Projektchöre. Na, das heißt, 10 Minuten haben wir noch, genauso wie bei den Bayreuther Festspielen mit den Fanfaren. Jetzt hören wir sogar zweimal, hoffe ich, ja. Mit letztem Atem. Genau. Ja. Ja, es gibt Projektchöre und wir hatten vor einem Jahr hatten wir eine Veranstaltung, die heißt Hagesheim singt. Mhm. Und ja, da haben ganz viele verschiedene Gruppen haben sich vorgestellt, haben gesungen. Wir haben zum Beispiel auch ein Gesangsduo hier. Mhm. Das ist der Jean-Claude und die Noël, die französischstämmig sind und dann auch zum Teil französische Chansons singen. Ja. Also eine ganz breit gefächerte Bandbreite. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt den Blick wirklich, Bayreuth ist dieses Jahr, fällt aus, Hagesheim, zum Glück konnten wir das jetzt entdecken, dass das eigentlich der musikalische Hotspot Deutschlands eigentlich ist. Ne? Wagner-Festspiele, französische Musik, also eigentlich haben sie alles zum Glücklichsein. Genau, wir sind hier wunderbar ausgestattet mit vielen musikalischen Facetten. Herr Grün, vielen herzlichen Dank und genießen Sie den Abend mit der Walküre. Dankeschön. Danke auch. Und Hagesheim ist ein Ort geworden mit den Festspielen, mit den Richard-Wagner-Festspielen, wohin man pilgert, weil man ja momentan auch nicht unbedingt nach Bayreuth pilgern kann, weil dort nicht so viel los ist. Und Monika Kuczynski, herzlich willkommen, ist heute gepilgert aus, ich glaube, Mannheim. Sie sind beim Richard-Wagner-Verband Mannheim die Vorsitzende. Ich führe den Richard-Wagner-Verband seit 7 Jahren. Und es ist einer der mitgrößten weltweit. Und ich bin sehr stolz, Herr Finke ist bei uns Ehrenmitglied. Mhm. Und für mich ist das heute, wo eigentlich die Festspiele beginnen, eine ganz große Freude. Denn das ist hier nicht nur ein wunderbarer Wagner-Abend, sondern es ist eine Herzensangelegenheit von Herrn Finke und seiner Frau Sabine, die wir sehr verehren. Mhm. Und ich finde, es ist von ihm eine großartige Geste, dass er einfach heute gesagt hat, ich lade die Gäste in meinen Garten ein. Es gibt eine ganz kleine Entschädigung und ich glaube, es wird eine große Entschädigung und wir können sehr zufrieden sein. Und alle die, die heute in Bayreuth wären und nicht da sein dürfen, die werden uns jetzt beneiden. Und ich grüße alle recht herzlich aus Hagesheim und Sie wissen gar nicht, wie schön es hier ist. Ja, da kann ich mich nur anschließen, weil ich habe es nämlich auf Facebook heute gesehen. Es wurde schon ziemlich viel Trübsal geblasen in Bayreuth. Und ich glaube, also natürlich, das ist für einen Wagnerianer ja auch eine blöde Situation. Und als es dann hieß, die Festspiele werden abgesagt, aber hier merkt man tatsächlich, seit wir reingekommen sind, es ist eine optimistische Stimmung, eine schöne Stimmung. Das die schicken wir nach Bayreuth, oder? Und wir sind sehr glücklich, dass wir heute hier sind. Ich habe auch einen Stadtrat aus Mannheim mitgebracht. Na bitte, herzlich willkommen. Ja. Also es ist nicht so, dass nur wir Wagnerianer kommen, sondern die Politik auch. Es ist übrigens auch im Kulturausschuss des Nationaltheaters. Wunderbar. Und wir haben auch eine Sängerin auch mitgebracht und viele Freunde. Und wir sind heute glücklich, dass wir hier sind und bedanken uns bei den Finkes, die uns heute so ein Stück Glück geschenkt haben. Frau Kuczynski, Sie haben die Politiker mitgebracht. Ich habe auch versucht, Politiker einzuladen. Gut. Und das schauen wir uns gleich mal an. Denn ich habe gedacht, ich meine, Angela Merkel hat in letzter Zeit so wahnsinnig viel gearbeitet für dieses Land. Und eigentlich ruht sie sich in Bayreuth aus. Ja. Und ich habe ihr eine ganz persönliche Einladung geschrieben. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Sehr schön. Liebe Angela Merkel, was waren das für Wochen, für Monate? Wie anstrengend muss es sein, besonnen zu bleiben, wenn das Virus grassiert, wenn das Testosteron in den Bundesländern ansteigt, wenn die Bazookas herausgeholt werden müssen. Und dann noch die letzten Nächte bei der EU. Harte Verhandlungen, kein Schlaf, Denken an Europa in der Nacht. Liebe Frau Bundeskanzlerin, normalerweise würden Sie sich jetzt erholen, in Bayreuth, bei den Festspielen. Das erste Mal habe ich Sie gesehen, da waren Sie noch keine Kanzlerin, haben zufällig neben meinem Peugeot geparkt und sind im Regen zum Festspielhaus gepilgert, ohne roten Teppich. Es sind Ihre Wagner-Festspiele, Frau Merkel, zusehen, wie Wotan, der Gott, verstrickt in Familienproblemen und internationalen göttlichen Verträgen, mal eben die Welt retten will und scheitert. Vielleicht haben Sie ja hier in Bayreuth gelernt, wie man es besser macht.
Hier sind Sie, Frau Kanzlerin, Mensch. Hier dürfen Sie es sein, nach den Vorstellungen, bei einem Wein, im Kreise der Künstler. Fachsimpeln, plaudern, lachen. Die Oper ist für Sie keine Repräsentation. Die Oper ist für Sie Urlaub. Und das alles soll nun ausfallen? Liebe Frau Merkel, warum kommen Sie am traditionellen Eröffnungstag der Festspiele am Samstag nicht nach Hagersheim in den Garten von Bayreuth-Tenor Stefan Finke? Machen Sie mal Pause, dort, wo wir Deutschen uns wohlfühlen, zwischen Kletterturm, Aufstellpool und Hasenstall. Dazu gibt es den ersten Aufzug der Walküre um 18 Uhr, den unpolitischsten Teil des Ringes, Geschwisterliebe, Leidenschaft und Lust. Und danach plaudern Sie, mit Abstand versteht sich, mit den Künstlern, mit den Fans, mit uns allen. Ich würde Ihnen diese Auszeit von Herzen gönnen. Liebe Grüße, Ihr Axel Brüggemann. PS. Wenn Sie es nicht einrichten können, schauen Sie doch einfach bei Klassikradio auf Facebook vorbei. Hier können Sie das alles auch sehen und hören. Immerhin ein virtueller Opernurlaub. Ja, Angela Merkel ist noch nicht da, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Stattdessen haben wir aber eine Politikerin da, Bettina Dickes, die Landrätin in Bad Kreuznach. Wagner-Festspiele hier bei Ihnen, ist das etwas Besonderes für Sie? Haben Sie gesagt, wow, cool, das ist doch mal eine Zukunftsperspektive hier? Absolut. Ich träume seit Jahren davon, nach Bayreuth zu fahren. Und jetzt ist Bayreuth sozusagen bei mir vor der Haustür. Bei aller Trauer, die im Moment da ist, in der Frage Kulturleben, das brach liegt, darf ich mich ganz persönlich und egoistisch freuen, dass ich jetzt hier genießen darf, diesen Abend. Ich glaube, das tun alle, die heute hier sind. Das ist das Schöne hier in Hagersheim. Man fährt nicht mehr nach Bayreuth, sondern man lässt Bayreuth einfach herkommen. Das ist doch eigentlich auch viel praktischer, oder? Jetzt in Corona-Zeiten, wo wir eh Urlaub zu Hause machen müssen, da können wir das auch so machen. Also ich finde, das ist die perfekte Zukunftsperspektive. Ja. Auch für die kommenden Jahre vielleicht nicht unter dem Corona-Schatten, aber schon in der Frage, Kultur auch in den ländlichen Raum zu holen. Das ist mein absolutes Anliegen. Und ja, da arbeiten wir auch schon seit 2 Jahren hier in unserem Kreis intensiv, dass wir auch hochkarätige Künstler hierher holen. Ich hatte letzte Woche ein Konzert mit Silke Eichhorn. Ah, wunderbar, der Hafenistin. Genau, ja. An meinem Lieblingsort, dem Dizzy Bodenberg, der Wirkungsstätte der heiligen Hildegard von Bingen. Und sie sagte auch, 37 Konzerte waren abgesagt. Es war für sie das erste Mal wieder vor Publikum zu sein. Und sowohl die Künstlerin wie das Publikum haben genossen, wie man das vielleicht in normalen Jahren gar nicht machen kann. Da wir es heute nicht mit Frau Merkel oder Frau Grütters besprechen können, besprechen wir es mit Ihnen, weil auch Stefan Finke hat das ja schon auch auf Klassikradio gesagt. Er ist ein bisschen enttäuscht von der Reaktion vieler Politiker, die Künstler im Regen stehen lassen. Und er sagt, das Bewusstsein in der Politik ist vielleicht auch gar nicht so groß, was für ein Wirtschaftsfaktor Kultur eigentlich ist. Gerade bei Ihnen ist das schon angekommen. Ne? Sie sagen ja, Sie machen sehr viel hier bei Kreuznach die Gegend mit Kultur, weil Sie auch sehen, das zieht Leute hierher. Das ist für mich ein Standortfaktor und das hat zum Beispiel auch ganz viel mit dem Thema Wirtschaftsförderung zu tun. Wenn ich möchte, dass Menschen hierher kommen, dass sie sagen, wir brauchen nicht die Großstadt, die alles bietet, sondern wir wollen Natur, wir wollen Genuss, aber wir wollen auch Kultur, dann müssen wir hier vor Ort etwas schaffen und deswegen haben wir es geschafft, auch mit dem Sponsor Sparkasse, also wirklich eine Stiftung ins Leben zu rufen, die Veranstaltung unterstützen kann, dass wir hierher holen können, was vielleicht sonst nicht so möglich ist, weil wir nicht die großen Konzerthäuser haben, aber ich freue mich drüber. Und ich glaube ja auch, Oper kann ja auch eine gute Möglichkeit sein, als Politiker einfach mal ein bisschen die Welt zu ordnen. Also ich frage mich zum Beispiel immer, wenn die in Bayreuth, und seit Angela Merkel nach Bayreuth geht, geht ja die ganze Ministerriege mit nach Bayreuth, was denken die da, wenn die eben so einen Weltengott wie Wotan sehen, der wirklich ja die Welt retten will, der aber auch private Probleme hat, zu Hause die Hölle heiß gemacht kriegt von seiner Frau, das mit dem Weltretten scheitert irgendwie. Also es ist ja auch viel Politisches im Privaten und viel Privates und Politischen. Und vielleicht ist Oper dann auch so eine Situation, wo man sagt, Mensch, da lehne ich mich jetzt mal 3 Stunden zurück, schalte mein Handy aus und kann mal mich wieder besinnen. Vielleicht fehlt da ja auch oft die Zeit in der Politik, oder? Die fehlt ganz entschieden. Also das kann ich jetzt dann aus eigenem Erleben mitreden, dass oft die Zeit fehlt. Und ich für mich merke, wenn ich wirklich mal die Zeit habe, in die Oper zu gehen, es gibt kaum Momente, die einem besser... Gartenarbeit noch, okay. Aber abgesehen von Gartenarbeit... Die hatten wir hier auch. Nicht, ja. Ich habe gestern noch den Stefan Finke im Rasenmäher hier gesehen. Also Gartenarbeit gibt es ja auch. Rasen auch an. Also es gibt für mich nichts Entspannenderes, als wirklich Kultur zu erleben, sei es die Musik, sei es in Kunstausstellungen zu gehen.
dann kann man runterkommen und sich selbst auch mal nicht ganz so wichtig nehmen. Vielleicht ist das auch ein Punkt. Wunderbar. Frau Dickes, wir nehmen uns heute überhaupt nicht wichtig, sondern wir nehmen die Kunst wichtig. Ja. Und wir freuen uns sehr auf diesen Abend. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen in der Gegend sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Vielen herzlichen Dank. Ich mich auch über Sie. Gerne. Dankeschön. Danke. Ja, und ich glaube, die Plätze sind besetzt und es geht so langsam los. Wir sehen den ersten Aufzug der Oper Die Walküre von Richard Wagner. Es singen Sabine und Stefan Finke, Sung Ha als Hunding, und es spielt, haben Sie schon kennengelernt, Wolfram Colosseus am Klavier. Ich wünsche Ihnen bei dieser Live-Übertragung aus dem Garten der Finkes ganz viel Spaß. Garten. Ich freue mich sehr, Sie alle heute hier begrüßen zu dürfen, und ich freue mich ganz besonders, dass sowohl unser Ortsbürgermeister Herr Heiko Grün und auch unsere Landrätin Frau Bettina Dickes heute hier anwesend sind. Herzlichen Dank für diese Wertschätzung. Liebe Mannheimer, ihr füllt uns den Garten heute zu zwei Dritteln. Das finde ich richtig, richtig toll, und ich bin unendlich glücklich, dass Sie und ihr alle den Weg hierher gefunden habt. Ganz besonders möchte ich aber auch alle begrüßen, die uns hier schon seit Wochen unterstützen und unseren Garten mit unseren Gartenkonzerten füllen. Und solange Sie und ihr alle zu uns kommt, um uns zu hören und zu erleben und dieses Live-Erlebnis zu genießen, wage ich zu behaupten, dass wir systemrelevant sind. Und nun rede ich nicht weiter, denn ich möchte singen für Sie und für euch, und ich wünsche allen ein wunderschönes Konzert.
wieder rasten. Kühlende Labung gab mir der Quell, des müden Last machte er leicht, erfrischt ist der Mut, das Auge freut des Sehens. Thank you.
Gast wird dein Gatte nicht wehren. Die Wunden wurden mir schnell. Gering sind sie, der Rede nicht wert, noch wegen des Leibes Glieder sich fest, hätten halb so stark wie mein Arm, Schild und Speer mir gehalten, immer floh ich dem Feind. Doch zerschellte mir Speer und Schild, der feine Meute hetzte mich mit, der Wetterbrunst brach meinen Leib, doch schneller als ich der Meute schwand die Müdigkeit mir, sank auf die Lieder mir Nacht. Unheil wendet der Wunsch von dir. Errastet hab ich und süß geruht. Weiter wend ich den Schritt. Wer verfolgt dich, dass du schon fliehst? Nicht brennt so ein Neid.
mich selbst. Hunding will ich erwarten. Den Daumen lässt dich ihm gastlich sorglich sein. Ach, und Trank dank ich ihr, willst du nur dein Weib drum schelten. Heilig ist mein Hirt. Heilig seid ihr mein Haus. Christus, Männer, das Mal. Wurm glänzt auch ihm aus dem Auge. Weit ihr Traun, kamst des Wegs, ein Ross nicht rät, der rast hier fand. Welch schlimme Pfade schufen dir Pein. Spalt und Wiese, Heide und Hain, jagte mich Sturm und starke Not. Nicht kenn ich den Weg, den ich kam. Wohin ich irrte, weiß ich noch minder. Kunde gewänn ich des gern. Des Dach dich deckt, des Haus dich wiegt. Und ihm heißt die Wirt. Wendest von hier du nach West den Schritt, in Höfen reich, hausen dort Zippen, die Hundings ihre Welt.
sein Name nun mir genannt. Trägst du Sorge, mir zu vertrauen? Der Frau hier gibt doch Kunde, sie wie gierig sie dich prägt. Gast, wer du bist, wüsst ich gern. Zu Schutt gebrannt der prangende Saal, zum Stumpf der Eiche blühender Stamm, erschlagen der Mutter mutiger Leib, verschwunden in Gluten der Schwester Spur. Und schuf die herbe Not der Neidinger harte Scham. Geächtet floh der Alte mit mir, lange Jahre lebte der Junge mit Wolfe im wilden Wald. Manche Jagd ward auf sie gemacht, doch mutig kehrte das Holz an. Ein Wölfing kündet dir das, den als Wölfing mancher wohl kennt. Wund und wilde Meere kündest du kühner Gast, wie bald der Wölfling. Bestückt von wirrichem Paar vernahm ich dunkle Sage, kannt ich auch Wolfe und Wölfing nicht. Doch weiter künde, Fremder, wo weit dein Vater jetzt? Ein starkes Jagen auf uns stellten die Neidinger an. Der Jäger fiel es ihnen in Wölfen, entfluchtet durch den Wald, trieb sie das Wild. Ich bereute es,
Lob und der Feind. Doch ward ich vom Vater versprengt, seine Spur verlor ich, je länger ich forschte. Eines Wolfes Fell nur traf ich im Forst, leer lag das vor mir, den Vater fand ich nicht. Aus dem Wald trieb es mich fort, mich drängt es zu Männern und Frauen. Um Frauen ward, immer noch war ich geächtet. Unheil lag auf mir, was Rechtes je ich riet. Andern dünkte es arg, was schlimm immer mir schien. Andere gaben ihm Gunst, in Fehde fiel ich, wo ich mich fand. Zorn traf mich, wohin ich zog. Kehrt ich nach vorne, weckt ich nur weh. Drum musst ich mich ich nur. Nicht liebte dich die Norden. Froh nicht grüßt dich der Mann, dem fremd als Gast du nahst. Trutz, vermählen wollte der Magensippe dem Mann ohne Minne die Malt. Wieder den Zwang zog ich zum Schutz, der Dränger Trost traf ich im Kampf, den Sieger sank der Feind. Erschlagen lagen die Brüder, da die Maid den Grimm verjagt ihr der Gram mit wilder Tränenflut, betroff sie weinend die Wahl des Mordes der Arm.
zerhauen. Wund und waffenlos stand ich. Ich weiß ein wildes Geschlecht, nicht heilig ist ihm, was anderen hier. Verhasst ist es allen und mir. Zur Rache ward ich gerufen, Sühne zu nehmen für Sippen. Kehrte nun heim des flößt'gen Frevlers vor im eigenen Haus zu erspähn. Heut, für die Nacht nahm ich dich auf. Mit starker Waffe, doch werde ich morgen zum Kampfe gehst, ist den Tag. Mit Worte zahlst du mir Zoll. Säume hier nicht, die Nacht und röste mir drin und harre mein zur Ruhe.
nicht ihr Mann. Ich, Wölfin, treffe ich morgen. Mein Wort hörtest du. Hüte dich wohl. Raste ich hier. Ein Weib sah ich, wohn ich und hier. Entzückend bang ziert mein Herz, zu dir mich nun Sehnsucht zieht, die mit süßem Zauber mich ziert. Im Zwang hält sie der Mann, der mich wehrlosen hielt. Schwein, so hier da.
blühenden Frau, die dort haftend sie hinter sich ließ, als aus dem Saal sie schied. Es schleicht daher. Ich bin's, hör mich an. In tiefem Schlaf liegt Hunding. Ich wütz' ihm betäubenden Trank. Nütze die Nacht dir zum Heil. Heil macht mich kein Norm. Eine Waffe lass mich dir weisen. Oh, wenn du Siege willst, den Heil. Thank you.
Thank you.
ich heiße, den Namen nehm ich von dir. Doch hattest du wohl für den Vater? Ein Wolf, ein Feig, ein Fixer, doch ihm so stolz strahlte das Auge, wie herrliche hier dir es strahlt. Hey!
Ja, das war sie, die Walküre, der erste Aufzug der Walküre von Richard Wagner mit Sabine und Stefan Finke als Siegmund und als Sieglinde, mit Zungenhaar als Hunding und am Klavier Wolfram Colosseus. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen hier von unserer Live-Übertragung. Ich frage einfach mal rum, wie hat es Ihnen denn heute Abend gefallen? Sehr gut. Sehr gut. Sie haben ja auch einen Poolplatz gehabt, oder? Ja. Sie aber auch. Ja, Sie können gerne reinkommen. Ja? Also wir machen hier auch im Pool Social Distancing nochmal. Jetzt, warte, wir kommen nochmal hier mit einem Mikrofon. Wie hat es dir denn gefallen? Sehr gut. Du bist auch zünftig angezogen und Ihnen auch? Ja, hervorragend war es. Sehr gut. Also bei so einem Pianisten vermisst man nicht mal mehr ein Orchester, oder? Ja, der macht das wirklich fantastisch. Absolut. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ja, das war's von hier. Darf ich Ihnen das mal so einfach geben? Ich sage auf Wiedersehen von den Wagner-Festspielen hier bei dem Garten, beim Finke-Garten. Und ja, wir tauchen ab bis zum nächsten Festspielsommer. Auf Wiedersehen.
Musik